Ich begrüße Sie zu einer weiteren Videosequenz im Rahmen der Beinverlängerung und würde heute ganz gerne auf den Zeitraum eingehen, wann die Verlängerung beendet ist und übergeht in die sogenannte Konsolidierungsphase. Das heißt, wann der Verlängerungsprozess aufhört, man sozusagen seine gewünschte Höhe erreicht hat und dann übergeht in den Verknöcherungsprozess. Die wichtigen Aspekte, die ich hier gerne ansprechen würde, wären zum einen, wie höre ich auf mit dem Klicken, beziehungsweise wie gestaltet sich der Übergang, wenn man aufhören möchte. Punkt 2, auch verbunden damit die zufälligen Klicks, die sich einstellen können oder auch schon eingestellt haben. Punkt 3 wäre die Endgröße, das heißt die Korrelation zwischen dem, was man verlängert hat im Femurbereich, das heißt im Oberschenkelbereich, beziehungsweise das, was man dann auch wirklich misst an gewonnener Höhe. Und Punkt 4 natürlich ganz wichtig, die Medikamente. Wie schleicht man die Medikamente aus? Welche setzt man ab? Beginnen wir zunächst mit dem Stopp des Klickens. Sie schauen sich selber im Spiegel oder vor Freunden oder Bekannten an und entscheiden dann im Grunde genommen selbstständig, wann sie aufhören möchten, wenn sie die gewünschte Größe erreicht haben. Und dann müssen sie wissen, dass wir in der Operation das Bein in einer Neutralstellung positionieren. Und diese Neutralstellung ist im Oberschenkelbereich der Außenklick und im Unterschenkelbereich der Innenklick. Das heißt, wenn Sie eine Verlängerung beenden mit dem Bedspone, dann müssen Sie sicherstellen, dass der letzte Klick, den Sie machen, immer der Außenklick ist. Wenn der letzte Klick, den Sie machen, der Innenklick wäre, dann hätten Sie eine falsche Rotation. Das heißt, im Oberschenkelbereich muss der letzte Klick, den Sie machen, immer der Außenklick sein und das müssen Sie auch immer bestätigen. Im Unterschenkelbereich, das ist aus anatomischen, technischen Gründen so auch gewünscht, ist der letzte Klick immer der Innenklick. Das heißt, es kann sein, dass wenn die Muskelspannung nachlässt im Rahmen von der Verlängerung, sobald Sie in die Konsolidierungsphase kommen, lässt diese starke Spannung im muskulären Bereich Stück für Stück nach und dann werden die Klicks natürlich auch deutlich leichter von der Hand gehen bzw. einfacher kommen. Wenn Sie dann zufälligerweise nach innen klicken sollten, müssen Sie bestätigen, dass Sie am Ende den Außenklick auf jeden Fall durchgeführt haben, bevor der Knochen verknöchert. Eine Verknöcherung, bis die eintritt, gehen Tage bis Wochen sicherlich ins Land. Die vollständige Konsolidierung des Knochens ist berechnet mit ca. 40 Tagen pro Zentimeter im Oberschenkelbereich und 80 Tagen pro Zentimeter im Unterschenkelbereich. Das heißt, bis die gesamte Lücke überbaut ist, konsolidiert, remodelt mit neuem Knochen, gehen bei ca. 8 bis 10 cm sicherlich ein Jahr ins Land. Aber die Bewegung ist schon weit vorher nicht mehr möglich, weil der Knochen einfach fest geworden ist. So, das heißt, wir müssen nochmal zurückgehend auf die Klickstellung. Wir müssen gewährleisten im Oberschenkelbereich, dass wir im Außenklick verknöchern. Und das heißt, Sie müssen im Grunde genommen, wenn Sie mit dem Klicken aufhören, ab dem nächsten Tag immer eine Stellung einnehmen, in der Sie kurz prüfen, ob Sie auch im Außenklickbereich sind. Und diese Stellung ist die einfachste der Welt. Das heißt, Sie müssen einfach einmal in den Schneidersitz gehen. Morgens, nachdem Sie aufgewacht sind, eine Minute, zwei Minuten in den Schneidersitz gehen, da gewährleisten, dass Sie die Außenklickposition haben. Und dann können Sie Ihren ganz normalen Tagesablauf bewerkstelligen. Und das machen Sie für die nächsten 3 bis 4 Wochen. Dann ist der Knochen zwischendrin so fest, dass ein Klicken im Allgemeinen nicht mehr möglich ist. In seltenen Fällen, und das kommt auch darauf an, wie schnell Sie verlängert haben, beziehungsweise welche Strecke Sie verlängert haben, kann es durchaus noch sein, dass Sie auch nach Wochen noch zufällige Klicks haben. Gerade dann, wenn Sie sich unter Belastung auf dem Bein drehen oder wenn Sie schlafen und im Schlafen sich
von rechts nach links drehen. Der Hintergrund da ist schlichtweg, dass Sie im Schlafen überhaupt gar keine Muskelspannung haben. Und diese Muskelspannung stabilisiert natürlich diesen Bereich auch noch zusätzlich. Das heißt, wenn Sie schlafen und drehen sich permanent von rechts nach links, kann es durchaus sein, dass Sie mal einen zufälligen Innenklick haben. Ja, wenn Sie aufwachen, dann einfach die Kontrolle machen, das heißt die Schneidersitzposition gewährleisten, dass Sie einen Außenklick haben. Und das über den Zeitraum der nächsten Tage bis Wochen machen, dann sind Sie auf jeden Fall immer sicher, dass das Bein in der Neutralstellung, das heißt genauso rotiert ist wie vorher und Sie keine Achsenfehlstellung haben. Der zweite Aspekt, das heißt die zufälligen Klicks, sind dann relevant, wenn es in Richtung Ende der Verlängerung geht. Das heißt, Sie können durchaus im Rahmen der Verlängerung zufällige Klicks haben. Zufällige Klicks sind einfach Klicks, die passieren im normalen Tagesablauf, ohne dass man sich bewusst hinsetzt und den Verlängerungsvorgang aktiv durchführt. Zufällige Klicks sind auch nicht weiter schlimm, man muss sie einfach nur zählen. Wenn es jetzt auf das Ende der Verlängerung zugeht und Sie haben bis dahin relativ viele zufällige Klicks gemacht, seien es 4 oder 5 pro Tag, dann müssen Sie etwas vor Ende der Verlängerung aufhören mit dem aktiven Klicken, denn es ist zu erwarten, dass über den Zeitraum hinaus, circa 2 bis 3 Wochen, bis der Knochen zwischendrin so stabil ist, dass er im Grunde genommen die Drehbewegung oder Rotationsbewegung vollständig fixiert, noch weiterhin zufällige Klicks auslöst, was nicht weiter schlimm ist. Man kann sich dann im Grunde genommen immer wieder in die Neutralposition bewegen, das heißt morgens die Schneidersitzposition durchführen, um sicherzugehen, dass man im Außenklickbereich ist. Die zufälligen Klicks sind hochindividuell, das heißt, es gibt Personen, die vom muskulären Weichteilmantel, das heißt von der Spannung und von dem Pressfitness des Nagels in dem Knochen dazu neigen, zufällige Klicks durchzuführen. Das heißt, sie haben eine reduzierte Spannung, gerade wenn sie schlafen und wenn sie sich dann in Rotationsbewegungen permanent bewegen, kann es durchaus sein, dass sie zufällige Klicks auslösen. Das ist aber alles weiter nicht schlimm. Sobald die Verknöcherung von dem Distraktionsbereich durchgeführt wurde, dann hören diese zufälligen Klicks auch direkt auf. Es kann durchaus sein, wenn Sie schnell verlängert haben, dass es etwas dauert, bis diese Verknöcherung vollständig durchgeführt ist. Wenn Sie langsam verlängert haben, dann sind Sie mit dem verknöcherten Bereich immer relativ nah dabei. Und es wird im Nachhinein, das heißt, sobald Sie stoppen mit der Verlängerung, nicht lange gehen, bis auch eine Rotationsbewegung nicht mehr möglich ist. Der nächste Aspekt, den ich gerne ansprechen würde, wäre die messbare Größe nach einer Verlängerung. Im Allgemeinen ist es so, dass Sie aus der Verlängerung herauskommen mit zumindest geringen funktionellen Defiziten. Das heißt, meistens ist das Becken zumindest leicht nach vorne gekippt, die Knie leicht gebeugt und dementsprechend die Wirbelsäule in einer etwas Hyperlordose, wie wir sagen, das heißt etwas weiter durchgestreckt. Das Ganze beeinflusst aber dann auch die messbare Größe. Das heißt, wenn Sie eine Verlängerungsstrecke exakt gemessen an den Klicks von 8 cm durchgeführt haben, werden Sie sich direkt nach Abschluss der Verlängerung nicht mit 8 cm mehr messen können. Ganz einfach, weil Sie dort durch die funktionellen Einschränkungen noch eine geringere Größe haben. Sobald Sie die Dehnungsübungen fortführen, das Klicken jedoch beenden, nimmt die muskuläre Spannung deutlich ab und Sie können sich weiter aufrichten. Im Allgemeinen geht das 2 bis 3 Monate, bis Sie vollständig aufgerichtet und die vollständige Distraktionsstrecke dann auch messbar ist. Das heißt, direkt nach der Verlängerung wird man noch eine geringe Diskrepanz haben zwischen dem, was man verlängert hat und dem, was man messen kann, das sich aber ausgleicht in den folgenden Wochen nach der Verlängerung. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dann natürlich
dass der Oberschenkel nicht direkt gerade zur Körperachse steht. Der Oberschenkel steht leicht diagonal und hat eine Vorwärtsbeugung. Das heißt, theoretisch bzw. messtechnisch verliert man natürlich durch die Diagonale 1 bis 2 Millimeter an Länge, was dann an Körpergröße einzubüßen ist. Das muss man einfach wissen, ist grundsätzlich eine theoretische Größe, aber muss man in dem Ausmaß der Verlängerung einfach wissen, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist es auch so, die Körpergröße differiert relativ stark zwischen morgens und abends. Da gibt es Schwankungsbreiten bis zu 5 mm. Das liegt aber schlichtweg daran, dass die Zwischenwirbelscheiden an Flüssigkeit über den Tag verlieren und man dementsprechend ein Zusammenschrumpfen dieser Zwischenwirbelscheiben bemerkt. Aus dem Grunde ist man morgens auch immer ein bisschen größer als abends. Das muss man alles einfach auch in die Messung mit einkalkulieren bzw. einberechnen, wenn man die Messung nach der Verlängerungsphase durchführt und sich dann wundert sozusagen, warum man nicht die vollständige, genau messbare Größe hat, die das Klicken vorgeben würde. Der nächste Aspekt, den ich gerne ansprechen würde im Rahmen der Verlängerungsphase mit Übergang in die Konsolidierungsphase, wäre der Aspekt, wie man die Medikamente ausschleicht bzw. aufhört. Wir haben ja blutgerinnungshemmende Medikamente, wir haben Schmerzmittel und wir haben Muskelrelaxantien. Beginnen wir bei den Schmerzmitteln. Die starken Schmerzmittel kann man mit Stopp der Verlängerung anfangen, deutlich zu reduzieren. Wir empfehlen da immer die Mittagsdosis, wenn Sie morgens, mittags und abends Dosis haben, die Mittagsdosis am ersten Tag zu reduzieren, wenn das gut geht, am nächsten Tag die Morgendosis und dann die Abenddosis und so sozusagen fortzuführen, bis Sie im Grunde genommen überhaupt gar keine Schmerzmittel beim brauchen. Die Schmerzmittel kann man im Allgemeinen relativ schnell reduzieren, weil die Spannung deutlich nachlässt. Innerhalb von ein paar Tagen, spätestens nach einer Woche, haben Sie eine deutliche Reduktion des Spannungsgefühls und brauchen dementsprechend auch keine Schmerzmittel mehr. Die Muskelrelaxantien würde ich genauso reduzieren, nur wochenweise. Das heißt, in der ersten Woche lassen Sie die Mittagsdosis weg, in der zweiten Woche die Morgendosis und in der dritten Woche lassen Sie die Abenddosis weg. Sobald Sie die Schmerzmittel komplett weggelassen haben, können Sie auch den Magenschutz weglassen. Wichtig ist, dass Sie die blutgerinnungshemmenden Medikamente weiternehmen, bis sie wieder einigermaßen normal laufen. Das heißt, bis sie ohne Unterarm-Gehstützen ein flüssiges Gangbild zeigen. Bis dahin sollten Sie die blutgerinnungshemmenden Medikamente nehmen. Dann können Sie die blutgerinnungshemmenden Medikamente auch weglassen. Die übrigen Medikamente, das heißt die Supplements, Calcium, Magnesium, Vitamin K, Vitamin D3, sollten Sie in reduzierter Form fortführen, auch während der Konsolidierungsphase. Sie können die Abstände jedoch dann verdoppeln. Wie gesagt, die Konsolidierungsphase geht im Oberschenkelbereich circa 40 Tage pro Zentimeter. Das heißt, wenn Sie 80 bzw. 100 mm verlängert haben, brauchen Sie für 100 mm Verlängerung 400 Tage. Über ein Jahr dauert es, bis dieser Bereich vollständig knöchern durchbaut ist bzw. remodelt ist. Im Unterschenkelbereich brauchen Sie doppelt so lang. Der Körper braucht hier pro Zentimeter Durchbauung 80 Tage. Das heißt, für 10 cm brauchen Sie dann 800 Tage. Über 2 Jahre. Bis das Ganze vollständig durchbaut ist. Das wären die Aspekte, die wichtig sind im Rahmen der Beendigung der Verlängerung. Das heißt, achten Sie auf die Klickstellung nach Beendigung der Verlängerung. Das heißt, immer den Schneidersitz durchführen, um zu gewährleisten, dass Sie in der Außenrotation sind für circa 2 bis 3 Wochen nach Stopp der Verlängerung. Schleichen Sie nach der Verlängerung die Schmerzmittel aus. Nehmen Sie die blutgerinnungshemmenden Medikamente, bis Sie ein flüssiges Gangbild ohne Unterarm-Gehstützen haben. Achten Sie
bitte auf die Größe, beziehungsweise erwarten Sie nicht, dass Sie direkt nach Stopp der Verlängerung die Größe haben, die Sie auch konkret verlängert haben. Das hängt einfach mit den funktionellen Einschränkungen noch zusammen. Und als letzter Punkt, zufällige Klicks sind nicht schlimm. Sie sollten diese einfach nur in der schlussendlichen Distraktionsstrecke mit einberechnen. Bitte führen Sie weiterhin nach Beendigung der Verlängerungsphase Ihre Dehnungsübungen durch. Das ist wichtig, um die einwandfreie körperliche Funktion zu gewährleisten. Im Allgemeinen brauchen Sie nach Stopp der Verlängerung weitere 4 Wochen, um die Unterarmgehstützen vollständig abzutrainieren und nochmals 4 Wochen, um ein normales Gangbild zu erhalten. Da sollte Ihnen die Übergangsphase von der Verlängerung in die Konsolidierung deutlich erleichtern. Und dann haben Sie wirklich Großartiges geschafft. Und ich kann Sie nur zu der neuen Größe beglückwünschen und viel Spaß damit wünschen. Alles Gute.